Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sophie dreht am Rad. Tja, was soll ich sagen? Ich bin bereit für die neue Saison 2021 und so sind es auch die Teams, wie zum Beispiel das Team Felbermayr-Simplon-Wels. Denn die waren gerade eine Woche in Kroatien auf Trainingslager. Ricky, wie war es denn? Erstens einmal das Trainingslager war einmal eine nette Abwechslung. Wir wollten es eigentlich schon viel früher machen, damit die ganzen Lockdowns und so weiter haben wir es ein wenig zurückverschieben müssen. Und es war eigentlich super. Das erste Mal eigentlich, war gleichzeitig auch ein Teamtreffen. Bisher war in Wels immer Matthias Kritzek der Teamkapitän. Der hat mit der vergangenen Saison seine Karriere beendet. Nun ist die Rolle des Teamkapitäns frei. Und Ricky, ich glaube, sie fällt nun auf dich. Ja, mehr oder weniger schon. Ich habe jetzt schon beim Trainingslager auch gemerkt, dass die jüngeren Fahrer eher auf mich zugekommen sind. Also wie gesagt, das war eigentlich, der Matthias war eigentlich damals wirklich der reine, sag ich jetzt mal, Kapitän, der was das quasi alles organisatorisch rundherum gemacht hat. Das wird mich heuer ein bisschen mehr betreffen, weil die letzten Jahre war ich mehr oder weniger, ich würde sagen Co-Captain, aber ich würde mich eher aufs Reinfahren konzentrieren und das rundherum. Die Rollenverteilung wäre somit klar. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, auf welche Rennen man sich denn dieses Jahr konzentriert und worauf der Fokus gelegt wird. Ich glaube, das ist speziell im Frühjahr, glaube ich, für Rennen, wir waren nicht sicher oder sehr unsicher zum Planen. Also wir haben wirklich erst, sage ich mal, ab Mai, Juni, wo wir wirklich rechnen, dass wir jetzt wirklich fix planen können. Davor ist alles ein bisschen Ungewissheit. Für unser Sponsor ist eigentlich die Saisoneröffnung in Österreich sehr, sehr wichtig, in Leonding. Wir werden in Kroatien anfangen mit Istrien Spring Trophy und so weiter. Und ja, im April scheint mal wieder ein bisschen Loch zu sein. Aber ich denke mal, ab Mai und speziell im Herbst draußen wird fast ein zu stressiges Programm werden. Und ich glaube, da muss man wirklich den Fokus drauf legen, dass man wirklich in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, da fit ist und speziell mental fit man ist. Einer der neuen Charaktere ist unter anderem Marco Friedrich. Er ist vom Tirol Cycling Team gekommen und für ihn war diese Woche in Kroatien das erste Aufeinandertreffen mit den restlichen Teamkollegen und auch mit den Betreuern. Das war echt da richtig wichtig, war allerhöchste Zeit, sage ich mal, dass wir die ganzen Betreuer, Fahrer, Mechaniker, sportliche Leiter alle mal zusammenkommen, uns besser kennenlernen und ja, gemeinsam Kilometer runterspulen. Es ist ein richtig professionelles Umfeld, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Aber es ist eine richtig lockere Stimmung. Ich habe das Gefühl gehabt, dass jeder mit jedem richtig gut auskommt. Und ja, fühlt sich sehr, sehr gut an. In diesem Sinne, alles Gute für die bevorstehende Saison und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!